die 1000 Bürger benutzen. Es gibt Dinge, die kennen das halt nicht. Und wenn wir uns überlegen, dass wir für 16 Millionen Seniorenwohnanlage, gehobener Standard, gebaut haben, wenn man das mal durch die 28 Wohnungen teilt, dann kommt ungefähr eine Wohnung bei 570.000 raus, volle Größe, und da überlegt man sich dann schon, das ist für 28 Wohnungen und die 24.000 Bürger haben eigentlich nichts davon. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Ihnen waren falsche Akzente wurden gesetzt, Ihrer Meinung nach, man hätte andere Akzente setzen sollen. Ein Akzent ist ja inzwischen gesetzt worden, ich glaube im Mai rollen die Bagger an, oder für den Hauptplatz, die Hauptplatzumgestaltung beginnt. Ein Drittel ungefähr soll ja Fußgängerzone werden vom Ratsschutzausgesetz. Es ist lange darüber diskutiert worden, Frau Schratt, ich glaube über 20 Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Die Diskussion mit der Tiefgarage, die wollen wir jetzt gar nicht aufgreifen in diesem Zusammenhang. Sie haben gesagt, wichtig ist ja bei diesen Themen, die alle zum großen Thema Stadtentwicklung gehören, dass man eine lebendige Bürgerstadt hat. Das ist ja letztlich auch das, was dahinter steht, weil so ein Schwimmbad ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern ist ja für die Bürger da. Wenn ich mir jetzt den Hauptplatz anschaue, dann ist es ja auch nicht damit getan, dass der Hauptplatz jetzt umgestaltet wird, sondern er muss ja mit Leben gefüllt werden. Wie kann das geschehen, Frau Schatz, Ihrer Meinung nach? Dazu muss man vielleicht ein paar grundlegende Begriffe klären. Wie einmal, was verstehen wir unter einem Bürger? Also ich verstehe unter einem Bürger das Gegenteil von einem Untertan. Der Untertan empfängt von oben Befehle und vollzieht sie. Der Bürger stellt sich selbstbewusst hin und sagt, ich habe Interessen, ich möchte dieses verwirklicht haben. Und das braucht Pfaffenhofen, dass sich die Bürger hinstellen und sagen, wir wollen das. Und dann ist der Stadtrat und die Verwaltung zusehen, dass sie das verwirklichen.